Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Weihnachtsprojekt. Ich komme ganz durcheinander. Denn diese Map werde ich nach dem Weihnachtsprojekt immer noch weiter nutzen. Das werdet ihr sehen, wofür es dann sein wird. Nun gut. Weil so schlecht ist die Map ja auch nicht. Und ich habe mir jetzt hier sehr viel aufgebaut, also die Map will ich jetzt nicht wieder fallen lassen. Also gut. Ja, in der letzten Folge. Vielleicht sollten wir es mal hinlegen. Also in der letzten Folge haben wir angefangen, unseren Weihnachtsbaum für Weihnachten zu schmücken. Ja, ich habe schon mal eine Folge aufgenommen, da habe ich versucht, mir einen eigenen Weihnachtsbaum zu chiseln. Hat nicht funktioniert. Naja, gut. Unser schöner Stern steht immer noch schief, also egal. Jetzt fangen wir an, unseren Baum richtig zu schmücken. Ach, der Schnee kann noch bleiben. Und dafür machen wir schönes Weihnachtsfeeling. Weather. Rain. So. Ich lasse was schneien. Am 24. erscheinen zwei Folgen von Minecraft Weihnachtsprojekt. Um so 7 Uhr kommt die finale Folge, also kommt das Ende des Weihnachtsprojektes. Und um 11 hoffentlich kriege ich das hin, dann hier eben nochmal eine Folge zu machen, wo wir dann nochmal alles, also wo wir dann alles in Weihnachtsdekor verschwinden lassen, also verschmücken, wir schmücken dann alles. Das Haus wird geschmückt. So was von. Jetzt schmücken wir aber erstmal den Baum, wo man das eigentlich auch erst am 24. macht. Also ich mache das immer so. Gut. So, dann machen wir hier noch eine rote Kugel. Kommt auch noch eine hin. So. So. Am Ende, nach dem Weihnachtsprojekt wird der Baum wieder aussehen, wie er vorher aussah, trostlos und traurig. Er bleibt dann hier aber stehen. Die Weihnachtsdeko lasse ich dann hier in meinem Haus verschwinden. Da baue ich dann unten im Keller einen extra Raum, wo dann die ganze Weihnachtsdeko in einer Kiste verschwindet. Eigentlich verschwindet dann eigentlich die Weihnachtsdeko eher auf dem Dachboden, aber bei manchen auch im Keller, aber uns auf dem Dachboden. Ja. Oder einfach nur in der Abstellkammer. Ja. So, der untere Teil ist schon mal mit roten Kugeln ausgeschmückt. Da kommen aber nicht nur Kugeln dran. Also, keine Sorge. Ich hab da was weggechiselt. Ich komme gar nicht mehr richtig dran. Ach, Mann. Dieses Mal baue ich an meinem nächsten Baum baue ich ein Geländer dran, ey. Okay, dann baue ich ab sofort immer den ersten unteren Teil zuerst. Ach, verdammt. Schon wieder dunkel? Ach, wie schnell wird es denn hier dunkel? Ich hole mir eine Uhr, dann kann ich sehen, wann es dunkel wird.
Ach. Mann. So, oberen Teil ist geschmückt, jetzt kommt der untere Teil. Wir werden aber gleich auch mit was anderem, wir werden aber nicht nur Kugeln setzen, sondern wir werden jetzt dann auch noch so Glöckchen werden wir auch noch anbringen. Was habe ich da eben gesagt, Glöckchen? Naja, Glöckchen. Ja, so eine kleine Glöckchen, die man im Baum eigentlich auch macht. So. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Haben wir drei Blöcke breit. Sieht seltsam aus. Ja, das geht. Das geht. Mit den Glocken, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja. So. So. Hätten auf den Stern auch einen Engel machen können, ich weiß es nicht. Ja, da bin ich nicht so gut drin. Der Stern war jetzt eigentlich einfach zu bauen. Ein Engel, das würde bei mir richtig verkrüppelt aussehen. Ich stelle mir gerade vor, wie das aussehen würde. Das würde so ulkig aussehen. Man könnte nicht mal erkennen, dass das eins ist. Gut, der Baum ist schon mal geschmückt. Mein Logo, das wir in der letzten Folge gebaut haben. Ach, der Controller, der hätte vielleicht ein bisschen schöner werden können. Ach, ich bin eben nicht so gut. Gut, dass wir das aber alles auf einen Block gekriegt haben. Dass wir es alles nur auf einen Block bauen konnten. Es sind natürlich zwei Blöcke hoch. Es ist zwei Blöcke hoch, aber konnten es auf einem Block hier herrichten. Wenn nicht, dann hätte ich das ja noch mehr zusammensetzen müssen. Also das wäre ja auch wieder ein größeres Problem wäre es gewesen. So. Die Dia habe ich immer noch, falls hier wir irgendwas noch aus Gold bauen wollen. Oh. Nein! Jetzt! Super. So, Weihnachtsbaum steht. Wo ist der? Geht die Sonne etwa auf der anderen Seite des Berges unter? Nee, doch!
geht sie unter. Die ganzen Chisel-Sachen sind hier endlich verschwunden. Ich habe auch irgendwann mal vor, von hier aus eine Brücke zu bauen. Was ist das? Ist das unsere Klingel? Oh Gott. Hört sich eher nach einem sterbenden Tier an. Ja, es ist unsere Klingel. Wie gesagt, mein Raum ist nicht scheiß isoliert. Ich kann das nicht. So. Gucken wir mal, was unsere Kartoffeln hier unten machen. Ja. Können wir ernten. Zack. 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 Ach, eine vergiftete Kartoffel. Nee, ey. Och, noch mehr vergiftete Kartoffeln. Nee, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, ey. Habe ich hier unten vergiftete Kartoffeln drin? So. Sollen die vergifteten Kartoffeln loswerden? Hier ist ein Loch im Boden. Im Eis, meine ich. Bäume hier wachsen auch nicht, ne? Hier einen hin und hier einen hin. So, damit der Baum auch Wasser kriegt. Gut. Ach, da habe ich noch Fichtenholz. Ich glaube, ich habe das noch im Boden gelassen, das Fichtenholz. Oh! Ja. Da ist mein Keller. So, mein, ach ja, richtig, das geht ja in die Richtung hier. Habe ich hier vielleicht noch irgendwo Eichenholz? Nee, habe ich nicht. Hier nicht. Habe ich das wirklich? War das das Einzige, was ich vergessen habe? Ja, das habe ich vergessen anscheinend. Nee, da ist was. Also, ich habe noch was gehabt. Hat keine Ahnung. Okay. Aus dem Rest hatte ich mir eigentlich Fackeln gemacht. Halt, nicht hier rein. Hier rein. So. Mach ich mir ein paar Backkartoffeln oder wie hießen die? Ofenkartoffeln. Damit ich wenigstens überhaupt was zu essen habe. Kartoffeln. Ist auch nichts Schlimmes. Das Feuer geht schon wieder aus. Ne. Scheiße. Wir wollen sowieso Holz holen. Und wieder Erfahrungspunkte sammeln. Ich brauche noch eine Kiste, ey. Ich brauche noch eine Kiste. Ich habe sonst nichts mehr. Warte mal. Hier, hab noch Holz. Das Holz kann ich gleich zum Verbrennen nutzen.
Ja, Vorratstruhe. Halt. Ach, du bist gemeißelt. Ach so, okay, dann kommst du auch erstmal hier rein in die Vorratstruhe. Jetzt brauchen wir unsere Axt. Nehmen wir erstmal die Holzachse, wir nehmen aber auch die Steinachse mit. Den Meißel lassen wir hier. Wir wollen jetzt nicht chiseln. Wir wollen einfach nur eine Brücke haben. Beim darauffolgenden Projekt werde ich nämlich hier mir dann ein Haus selber chiseln. Nicht aus vorgegebenen Rohstoffen bauen, sondern eben aus diesen Rohstoffen, die ich aus diesen ganzen Sachen hier bekomme, chiseln. Ich habe schon gesehen, wenn man auf YouTube, wenn man da richtig angeht, dann wird das auch wunderschön. Ja. Aber für die Weihnachtszeit würde das wahrscheinlich noch schöner aussehen, aber das schaffe ich nicht mehr. Dafür hätte ich jetzt schon im November anfangen müssen. Aber das ist mir erst, also das Weihnachtsprojekt ist mir erst, wollte ich erst hier wann war es? Am 15. starten. Das hatte ich mir schon so eingeprägt, dass ich das, ich wollte das erst am 15. starten, damit ich nochmal ein bisschen Zeit habe. Weil Dezember und November schreibt man immer ganz viel Klassenarbeiten. Und dann hatte ich auch keine Zeit mehr für Aufnahmen. Aufnehmen. Ah, guck mal, da ist doch schon der Baum gewachsen. Lassen wir aber noch stehen. So. Erstmal bauen wir erstmal eine kleine Treppe nach unten. Eine Schaufel würde das jetzt ja schneller gehen, aber ich habe jetzt keine. Entschuldigt mich, ja. Nein, ich gehe da jetzt nicht ran.
Ich werde da jetzt nicht dran gehen. Nein, er kann so oft anrufen, wie er will. Ich gehe da jetzt nicht ran, wenn ich mitten in der Aufnahme bin. Ich habe das ihm gesagt, dass ich jetzt aufnehme, also kann er es auch lassen. Gott, nein! Kann so oft machen, wie er will. Ich gehe nicht ran. Noch nicht. Ja, wenn ihr es eben gehört habt, das war jetzt eben doch Steam. Einer meiner Steam-Freunde hat versucht, mich anzurufen, obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich im Moment in der Aufnahme, in einer Aufnahme sitze. Ich habe gesagt, dass ich vorproduziere. Tja, muss er jetzt klarkommen. Die Brücke, die. Mal sehen, ob wir die noch fertig kriegen. Den Baum müssen wir auch noch zum Leuchten bringen. Da müssen wir auch ein paar Fackeln craften. So. Ich habe ihm das gesagt. Dann können wir mal weiter. Ich will the Brain. Da wird er sich aber ganz schön dumm vorkommen, wenn er die Folge sieht und dann gesehen hat, dass er hier mitten in der Aufnahme angerufen hat. Ich komme mir nicht dumm vor. Ich habe es ihm gesagt. Und ich lösche deswegen die Aufnahme nicht. Ihr könnt dafür ja, ich wette, ihr habt dafür Verständnis. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aua. Ah. Meine Holzachse ist auch wieder fast dahin. Da fliegt gleich Weizen raus. So. Ach, noch mehr Holz.
schön dunkel. Jetzt erstmal über uns abbauen. Verdammt. Ah ja, Paul, schön für dich. So. So schlecht kommen wir eigentlich gar nicht voran. Sind wir voller Schnee. Ist egal. Nee, nee, nee. So. Ich hoffe, das reicht jetzt. So. Und ich habe doch noch Holz. Dann kann ich noch. Ach nee, das ist noch ein bisschen Mais jetzt. Ne? Ah, hier ist es drin. Das packen wir hier wieder rein. Mist, wir müssen doch noch mal ein Holz opfern. So, ja, unsere Brücke haben wir fertig. Also gut wie. In der nächsten Folge werden wir daran weiter basteln.
Na gut, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben darauf. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut und auf Wiedersehen.